Ich begrüße ganz herzlich auch und danke allen, die beteiligt waren und sind an der Ringvorlesung. Das heißt, alle Mitwirkenden. Die Mitwirkenden heute sind außer mir der Kollege Florian Gerlach, der den Rechtspart im zweiten Teil vertreten wird. Die Fachwissenschaften werden von Dirk Nüsken und Holger Wendelin vertreten. Und ich freue mich sehr, dass wir die Fachpraxis auch heute mit dabei haben, nämlich Peter Kraft vom Jugendamt Bochum ist dabei und wird uns die Umsetzung hier vor Ort ein bisschen näher bringen. Herzlichen Dank aber auch an die Unterstützung aus der Technik, an unsere studentische Hilfskraft, die uns vorhinein viel unterstützt hat und auch heute in der Durchführung. Ich möchte gerne anschließen, mal schauen, so, nochmal mit einem kurzen Ausblick, bevor es inhaltlich losgeht, auf das, was in den nächsten Wochen kommt. Wir haben ja noch drei weitere Termine vor uns, nämlich erstens am 16.05. zur Stärkung der jungen Menschen in Pflegefamilien und stationären Einrichtungen, dann am 30.05. zu den Hilfen aus einer Hand und am 20.06. der Abschluss mit der Prävention und Partizipation. Und noch kurz der Hinweis, Holger Wendelin hat noch einen Moodle-Kurs eingerichtet, von dem aus zugegriffen werden kann auf die Präsentationsfolien. Und wir werden da sicherlich auch die Links zu den Aufzeichnungen reinstellen, sodass alle, die zumindest hier in der Hochschule Interesse an der Ringvorlesung haben und den Unterlagen da eben alles finden. Das Kennwort lautet KJSG und der Moodle-Kurs ist zu finden unter dem Bereich, Moodle-Bereich von Holger Wendelin. So, nun geht's inhaltlich los. Ich möchte noch mal kurz anschließen an das, was Florian Gerlach letzte Woche vorgestellt hat, nämlich die wesentlichen Inhalte der Reform im Überblick. Wir haben ja neben dem heutigen Thema, nämlich Verbesserung im Kinder- und Jugendschutz, noch vier weitere Themen, die ja in den nächsten Wochen vorkommen. Und hier möchte ich noch mal kurz hinweisen auf eine kleine Übersicht, die auf meiner privaten Homepage zu finden ist. Wer also Interesse daran hat, die ganzen veränderten Paragraphen sich noch mal ein bisschen näher anzuschauen, wird dort fündig. Wir machen also heute ein bisschen näher dieses erste Thema Verbesserung im Kinder- und Jugendschutz. Und was sich dahinter verbirgt, das sehen wir unter anderem in dieser Gesetzesbegründung, nämlich, dass der Staat sicherstellen muss, dass Kinder und Jugendliche, die in seiner Verantwortung betreut werden, geschützt und sicher aufwachsen. Und deswegen müssen eben unter anderem die Regelungen. Ich gebe mir eine Online-Vorlesung an. Ich gebe mir gerade eine Online-Vorlesung. Da dürfen wir nicht rein, ne? Komm mal mit, Schatz, wir gehen da gleich. Hier gab es eine kleine Störung, wo auch immer die herkam. Ich hoffe, dass das jetzt nicht mehr passiert. So. Was haben wir alles an Regelungen, also das Betriebserlaubnisverfahren und die Einrichtung und Zulässigkeit von Auslandsmaßnahmen, die müssen eben gestärkt werden. Auf der anderen Seite geht es um die Verantwortungsgemeinschaft der relevanten Akteurinnen und Akteure, die eben besser zusammenwirken sollen. Das sind also zwei große Schwerpunkte und die haben wir hier heute auch abgebildet, dass nämlich wir beginnen mit diesem ersten Themenkomplex, den Dirk Nüsken und ich vorstellen werden. Das heißt also, es geht hier um die Kinderschutzverfahren und die Regelungen zur Kooperation. Und im zweiten Komplex folgen dann Florian Gerlach und Holger Wendelin mit dem Betriebserlaubnisverfahren und den Auslandsmaßnahmen, bevor dann Peter Kraft den krönenden Abschluss macht mit den Hinweisen aus der Praxis. Beim ersten Themenkomplex Kinderschutzverfahren und Regelungen zur Kooperation gibt es verschiedene Regelungen und die ersten Regelungen beziehen sich im Prinzip um die Umsetzung von Grundgedanken der Reform. Wir hatten ja letztes Mal schon kennengelernt, so einige Grundgedanken. Es geht einmal darum, dass in der SGB-VIII-Reform die Kinder und Jugendlichen mit Behinderung stärker einbezogen werden sollen. Gleichzeitig sollen Partizipation und Prävention gestärkt werden. Und diese drei Bereiche finden wir auch eben umgesetzt mit Regelungen zum Kinder- und Jugendschutz. Und ich muss an dieser Stelle vielleicht noch eine Sache vorwegstellen, nämlich, dass wir uns natürlich sehr beschränken mussten heute, also in der Vorbereitung. Ich hatte einen etwas größeren Foliensatz noch vorgesehen, bis Dirk Nüsken mich dann zurückgepfiffen hat. Und selbst in diesem größeren Foliensatz konnte nicht alles umgesetzt werden, also nicht alles im Endeffekt, was an Regelungen
Regelung zum Kinder- und Jugendschutz da ist. Das heißt, es ist eine subjektive Auswahl der Regelungen, die wir heute vorstellen wollen, die wir am wichtigsten finden, ohne Gewähr für die Vollständigkeit. So, nun zu den Grundgedanken der Reform. Wir haben zum einen diesen Grundgedanken Berücksichtigung der spezifischen Schutzbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung, die umgesetzt werden, unter anderem dadurch, dass in zwei relativ zentralen Regelungen, nämlich 8a Absatz 4 und auch in 8b, die spezifischen Schutzbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung eingearbeitet wurden. Das nämlich einerseits in den Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen, Diensten der Kinder- und Jugendhilfe sichergestellt werden soll, dass eben bei den Qualifikationen für die Menschen, die die Fachberatung machen, diese Schutzbedürfnisse dann eben auch berücksichtigt werden und auch, dass bei der Fachberatung zum Kinderschutz nach 8b genau diese Schutzbedürfnisse vorkommen. Warum ist das so wichtig? Nun, es gibt verschiedene besondere Problematiken, die bei der Gefährdungseinschätzung eine Rolle spielen. Denn bei Kindern und Jugendlichen mit Behinderung ist ein erhöhtes Risiko von Gewalt gegeben, wie wir aus verschiedenen empirischen Studien wissen. Und gleichzeitig ist das so, dass die Diagnostik besonders herausfordernd ist, weil eben teilweise ja Fehlinterpretationen möglich sind, weil man eben nicht weiß, ist das jetzt Ausdruck einer Gefährdung oder Ausdruck der Behinderung oder emotionale Zustände zu erfassen, ganz davon abgesehen, dass eben manche Kinder und Jugendlichen mit Behinderung sich nicht selbst äußern können, man also darauf angewiesen ist, die Bezugspersonen zu befragen, die aber eventuell gleichzeitig diejenigen sind, von denen die Gefährdung ausgeht. Und wir haben zudem auch noch bestimmte Exklusionsrisiken oder Verweigerung von Teilhabebedürfnissen. Und da ist auch die Frage, könnten das eventuell sogar Gefährdungen sein? Also wir sehen an dieser Stelle, wir haben wirklich hier wichtige Schutzbedürfnisse, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen. Und die eben hervorzuheben, ist sehr wichtig. Der Grundgedanke der Partizipation wird unter anderem dadurch noch mal stärker mit einbezogen, dass der Paragraph 42 zur Inobhutnahme verändert wurde, dass nämlich hier noch mal reingeschrieben wurde an die Jugendämter, die eine Inobhutnahme durchführen, übrigens die Betroffenen, die Kinder und Jugendlichen, die Personensorge- und Erziehungsberechtigten müssen umfassend aufgeklärt werden über ihre Rechte, über das, was hier passiert. Ich würde eigentlich hoffen, dass das vorher auch schon passiert ist. Es ist ein bisschen Armutszeugnis, das, was an den Regelungen der Partizipation im Gesetz so drinsteht. Auch, dass immer diese verständliche und nachvollziehbare Beteiligung, also es ist teilweise wirklich ein Armutszeugnis, dass der Gesetzgeber meinte, dass das nun mal gesondert hervorgehoben werden muss. Bezogen auf die Prävention möchte ich auf zwei Aspekte ein bisschen genauer eingehen, nämlich einerseits, dass die Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen an manchen Stellen auch nochmal mit ins Gesetz geschrieben wurde, nämlich dass einerseits Schutzkonzepte und Beteiligungsbeschwerdemöglichkeiten erarbeitet werden müssen. Dieses bezogen auf Pflegefamilie wird sicherlich in der nächsten Veranstaltung auch nochmal ein bisschen zur Sprache kommen. Und das Zweite, dass wir an vielen Stellen zusätzliche Beratungsansprüche haben. Beratungsansprüche einerseits für Pflegepersonen, andererseits für Kindertagespflegepersonen. Also dass da eben auch Beratungsansprüche bestehen, bezogen auf Fragen des Kindeswohls und Schutz vor Gewalt. Und diese Dinge müssen ja natürlich auch in der kommunalen Praxis umgesetzt werden. Der zweite Bereich bezogen auf diesen ersten großen Themenkomplex, nämlich die Verfahrensabläufe und die Regelungen zur Kooperation, habe ich benannt mit Schließen von möglichen oder tatsächlichen Schutzlücken. Wobei so ein bisschen die Frage ist, welche Schutzlücken tatsächlich bestanden oder vielleicht auch nur ja, gemeint bestanden und ob immer so der richtige Weg gefunden wurde, diese Schutzlücken zu schließen. Es geht also um Regelungen für verschiedene Personen und Institutionen und manche möchte ich nur kurz benennen, wie zum Beispiel, dass Mehrgenerationenhäuser jetzt auch bei den Netzwerken frühe Hilfen berücksichtigt werden müssen.
dass die Zahnärztinnen und Zahnärzte nun auch BerufsgeheimnisträgerInnen sind, die also diesen Regelung zum Schutzauftrag für BerufsgeheimnisträgerInnen dann eben unterfallen. Aufgenommen wurden auch die MitarbeiterInnen von Zollbehörden. Kann man sich fragen, wozu die? Es scheint so, dass bei Vollstreckungsmaßnahmen von Geldforderungen, zum Beispiel von Krankenkassen, die eben manchmal irgendwelche Gefährdungen wahrgenommen haben und nicht so genau wussten, was ist. Und schließlich die Strafverfolgungsbehörden, die aufgenommen wurden. § 5 KKG ist eine ganz neue Regelung, dass jetzt also unverzüglich eine Mitteilung erfolgt bei gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung. Da gab es bislang auch schon eine Regelung, nämlich eine Regelung, die sich fand in den Mitteilungen in Strafsachen, diese MISTRA, die ganz unten steht. Allerdings war diese Mitteilung eben nicht ganz so weitgehend, sondern es gab einen etwas größeren Ermessensspielraum, wann eben dann auch eine Information des Jugendamtes erfolgte. Und insofern ist das jetzt ein bisschen konkretisiert worden. Dann gibt es noch weitere Regelungen, die ich insgesamt etwas problematischer finde. Und da ist auf der einen Seite die Regelung zu den Kindertagespflegepersonen. Und diese Regelung ist genau wie der nächste Aspekt, auf den ich eingehen möchte, nämlich der interkollegiale Austausch zwischen Ärztinnen, wirklich auf den allerletzten Drücker ins Gesetz aufgenommen worden, nämlich nach einem Vorschlag aus dem Bundesrat. Und die Kindertagespflegepersonen, da kann man so fragen, ja, natürlich ist wichtig, dass die irgendetwas machen, wenn Gefährdungen möglich sind. Aber es ist nicht so, dass die vorher gar keine Pflichten hatten, sondern die hatten eben die Pflicht, sich bei allen möglichen Gefährdungen oder wichtigen Aspekten dann eben zu melden. Insbesondere ist das dann passiert bei den Koordinationsfachkräften, die es in den Jugendämtern gab. Und was ich daran jetzt so ein bisschen problematisch finde, ist, dass Kindertagespflegepersonen keine Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe sind, sondern etwas geschulte Laien. Und ob die nicht überfordert sind mit einem solchen Schutzauftrag, der im Prinzip ausgerichtet darauf ist, dass man eine Fachkraft der Kinder- und Jugendhilfe ist, das ist so einer der Aspekte, die ein bisschen problematisch sind. Weitere Aspekte kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht näher eingehen. Auch auf den interkollegialen Austausch zwischen ÄrztInnen möchte ich nur ganz kurz eingehen. Da geht es um so eine Präventionsmaßnahme, die ja auf einer nordrhein-westfälischen Initiative eigentlich beruht, dieses Projekt RIS-Kids, was in Duisburg entwickelt wurde. Das steht dahinter, dass bei möglichen Fällen von Ärzte-Hopping dann eben die Ärzte sich untereinander informieren können oder ihre Kenntnisse in Datenbanken einspeisen können, um eben mögliche Gefährdungen besser erforschen zu können. Auch das ist nach wie vor eine recht problematische Regelung, insbesondere aus Datenschutzgründen, ganz davon abgesehen, dass man überlegen muss, ob die überhaupt erforderlich ist, ob die verfassungsrechtlich zulässig ist. Aus Zeitgründen, wie gesagt, kann ich da nicht näher drauf eingehen, aber vielleicht den kurzen Hinweis. Nordrhein-Westfalen hat die Landesgesetzgebungskompetenz bereits ausgeschöpft. Eine Regelung im Heilberufsgesetz ist bereits in Kraft getreten. Wir müssen sehen, was daraus wird. Etwas, was ich jetzt aber etwas ausführlicher behandeln möchte, ist die Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht, nämlich eine Regelung, die in § 50 Absatz 2 aufgenommen wurde. Und hier geht es darum, dass es neuerdings eine verpflichtende Vorlage von Hilfeplänen durch das Jugendamt im familiengerichtlichen Verfahren gibt. Und zwar ist das so, dass in bestimmten Verfahren, nämlich in den Kinderschutzverfahren, eine verpflichtende Vorlage erfolgt und dass in anderen Verfahren, das sind zum Beispiel Umgangsverfahren oder Verfahren zur Übertragung der Alleinsorge bei Trennung und Scheidung, dass da auf Anforderungen des Familiengerichts eine Vorlage des Hilfeplans dann eben angedacht ist, jetzt gesetzlich. Ganz davon abgesehen, dass das durchaus ein Verstoß gegen das Durchgriffsverbot ist, wenn jetzt im Prinzip das Familiengericht darüber entscheidet, ob das Jugendamt bestimmte Dinge tut oder nicht, ist aber auch die Neuregelung im Gesetzgebungsverfahren sehr, sehr umstritten gewesen, weil Hilfepläne eben eine ganz andere Funktion haben, nämlich eine prozesshafte, vertrauensbildende Maßnahme sind,
die eben ja die Hilfen zur Erziehung abbilden soll und da eben die Hilfen näher gestalten soll. Und wenn diese Dinge vorgelegt werden sollen, ist das natürlich nicht unproblematisch. Deswegen wurde nochmal eine Anpassung gemacht. Das heißt, wir haben jetzt im Endeffekt nur Basishilfepläne, die vorzulegen sind. Und zwar eine Beschränkung auf die Bedarfsfeststellung, die Art der gewährten Hilfen und umfasste Leistungen unter Berücksichtigung des Datenschutzes. Das heißt, der Datenschutz wird dadurch nicht ausgehebelt, aber es ist natürlich die Frage, ob es wirklich entsprechend umgesetzt wird und alles eingehalten wird. Dazu gibt es einige kritische Anmerkungen. Die werden jetzt von Dirk Nüsken kommen. Eine Sache möchte ich aber möglicherweise noch dazu nehmen, nämlich die möglichen Auswirkungen auf die Vertrauensbeziehung. Man wollte die ja durch diese Basishilfepläne dadurch ausschließen, aber die Jugendämter müssen datenschutzrechtlich eine Aufklärung machen darüber, dass eben später diese Vorlage erfolgt und schon das könnte natürlich eine Auswirkung auf die Vertrauensbeziehung haben. Nun aber erstmal die Kommentare aus der Praxis von Dirk Nüsken. Ja, ganz herzlichen Dank, Brigitta. Ich habe mir 4 Aspekte rausgesucht in diesem ersten Teil, die ich fachlich, also sozialpädagogisch fachlich kommentieren möchte. Und das erste sind die Regelungen zur Vorlage von Hilfeplänen beim Familiengericht. Hier hinter mir sehen wir noch einmal den Gesetzestext aus dem neuen § 50 Absatz 2. Wie du gerade schon sagtest, ist eine Sollvorschrift. Die Jugendämter haben hier keinen Spielraum davon abzuweichen, sondern in den entsprechenden Verfahren 1631b, 32 Absatz 4 und 1666, also beispielsweise in Fällen, in denen verhandelt wird, ob das Sorgerecht ganz oder teilweise entzogen wird oder ob das Familiengericht Auflagen macht für eine Familie, dass ein Kind in die Kita zu bringen ist oder einem Kinderarzt vorzuführen ist oder so. In diesen Fällen hat das Jugendamt den Hilfeplan vorzulegen. Der Hintergrund dieser Regelung erschließt sich durchaus, weil in diesen Verfahren, insbesondere wenn sie strittig sind, wenn sie komplex, wenn sie mehrdeutig sind, soll dem Familiengericht auf diese Art und Weise ein Einblick in die Erziehungssituation der Familie gegeben werden. Ob das allerdings bislang nicht stattgefunden hat, dafür gibt es keinen empirischen Beleg. Es scheint also mehr eine gefühlte Wirklichkeit zu sein, die den Gesetzgeber hier bewegt hat, den Familiengerichten systematisch und vor allen Dingen verbindlich Einblicke in laufende Hilfen zu geben. Die Schwierigkeit liegt darin, dass der Hilfeplan was ist? Ja, ganz genau. Hilfepläne sind ein Vertrauensdokument. In Hilfeplänen besprechen öffentliche Träger, die Sozialdienste der Jugendämter, gemeinsam mit den Familien und den freien Trägern, häufig mit Familienhelferinnen und Familienhelfern, das, was in der Familie als schwierig erscheint. Die Selbstdeutungen der Eltern sollen hier Niederschlag finden. Die Situation, wie Kinder eine familiäre Situation erleben, soll hier Niederschlag finden. Und auf Grundlage dieses Verstehens einer schwierigen, problematischen Situation soll eine Hilfe gestaltet werden. Und die Frage muss man stellen, was passiert denn mit diesem Vertrauensdokument, wenn Eltern, wenn Kinder und Jugendliche befürchten müssen, dass das, was sie dem Jugendamt, was sie einer Familienhelferin anvertrauen, dem Familiengericht vorgelegt wird und möglicherweise gegen sie Verwendung findet? Im Hilfeplan ist es so, so wertvoll, dass auch Eltern die Möglichkeit haben, eigene Schwierigkeiten, Begrenzungen, Mängel zu beschreiben und zu benennen, weil das der Schlüssel für erfolgreiche Hilfen sind. Werden Eltern das noch tun, wenn sie befürchten müssen, dass genau diese Angaben dem Familiengericht vorgelegt werden? Und für die Jugendämter heißt das, dass es möglicherweise oder sehr wahrscheinlich zur Anpassung von Hilfeplänen kommt. Möglicherweise wird man von nun an 2 Hilfepläne führen müssen. Den einen, den inhaltlich relevanten und den anderen, der nur Formalaufgaben beinhaltet, der dann dem Familiengericht vorgelegt wird. Auf jeden Fall, egal wie man es wendet, geschieht hier ein zusätzlicher Arbeits- und Verwaltungsaufwand für die Jugendämter. Und, du hast es erwähnt, Familien müssen über diese Vorschrift aufgeklärt werden. Es darf nicht sein, dass Informationen aus diesen Hilfeplangesprächen ohne das Wissen von Eltern und von Familien an die Familiengerichte gelangen. Und gegebenenfalls bekommen wir dann genau das,
dass wir diese Trennung von Formalaufgaben einerseits und inhaltlicher Hilfeplanung auf der anderen Seite bekommen. Und zu befürchten ist, dass dieser zusätzliche Aufwand, der hier betrieben werden muss, möglicherweise auf Kosten der anderen Aufgaben, also der Mitwirkung und Berichtsaufgaben in Fällen nach § 50 geht. Also eine höchst problematische, eine sehr, sehr riskante Regelung, die der Gesetzgeber hier auf den Weg gebracht hat. Ja, soweit die fachlichen Anmerkungen zu diesem Aspekt Vorlage der Hilfepläne beim Familiengericht. Ich möchte jetzt zum dritten großen Bereich kommen, und das ist der Kinderschutz und Kooperation. Und die Zielrichtung an dieser Stelle für den Gesetzgeber war insbesondere, die Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und Gesundheitsberufen zu stärken. Das war so in den ersten Anfängen immer so diese Hervorhebung der Gesundheitsberufe. Im Endeffekt ist es allerdings jetzt so, dass fast alle dieser Regelungen nicht nur für die Gesundheitsberufe gelten, sondern für alle BerufsgeheimnisträgerInnen im Sinne des § 4 KKG. Das heißt, diese Berufe, die wir hier genannt haben, oder diese Personen, die wir hier genannt haben. Was ich gut finde, ist, dass neben den Änderungen, die im SGB VIII erfolgten und im KKG erfolgten, auch Regelungen für die Gesundheitsberufe im SGB V erfolgten. Das heißt, dass nun also bestimmte Dinge auch abrechenbar sind, sodass eben auch möglicherweise der Wille zur Kooperation bei den Ärztinnen und Ärzten insbesondere etwas verstärkt wurde. Schauen wir uns an, worum geht es im Endeffekt. Es geht hier um die Zusammenarbeit eben zwischen BerufsgeheimnisträgerInnen und Jugendamt. Und der Kontext ist der, dass es bei den BerufsgeheimnisträgerInnen gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung gibt und die eben den Prozess nach § 4 KKG durchlaufen, wozu eben eine Einschätzung der Gefährdung gehört, auch mit einem Beratungsanspruch auf eine insoweit erfahrene Fachkraft, die Einbeziehung der Betroffenen und bei den Betroffenen das Hinwirken auf Hilfen. Und das, was jetzt neu geregelt wurde, ist eben einerseits eine Regelung bezogen auf die Information an das Jugendamt, falls eben dieses Hinwirken auf Hilfen nicht dazu führt, dass die Gefährdung abgewendet werden konnte. Und zwar bezogen darauf, ist das jetzt wirklich weiterhin nur eine Befugnis, also ich darf, oder eine Pflicht. Das ist der erste Teil. Und das zweite betrifft insbesondere eben dann das Jugendamt, das weitere Agieren des Jugendamtes, nämlich werden die BerufsgeheimnisträgerInnen, die die Information an das Jugendamt über eine Gefährdung weitergegeben haben, in den weiteren Prozess einbezogen, nämlich im Sinne einer Gefährdungseinschätzung und einer Rückmeldung. Der erste Aspekt, auf den ich verweisen möchte, ist, dass eine ganz große Reform, die ursprünglich vorgesehen war, nämlich eine komplette Umstellung dieses Paragraphen 4, zum Glück ausgeblieben ist. Im Gesetzentwurf stand es wieder drin, obwohl es schon im ersten Anlauf der Reform, in dem gescheiterten in der vorletzten Legislaturperiode im Prinzip, auch schon gescheitert und sehr, sehr stark kritisiert wurde. Am Anfang stand es wieder drin, aber auf Intervention des Bundesrates ist es im Endeffekt nicht erfolgt. Aber auch so erscheint manches ein bisschen problematisch bei den Dingen, die jetzt in Kraft getreten sind. Insoweit ist es auch nicht sehr überraschend, dass diese Regelungen auch sehr umstritten waren zwischen den verschiedenen AkteurInnen. Die drei wesentlichen Neuerungen, die ich nun also vorstellen möchte, und zwar jeweils dann in Abwechslung mit Dirk Nüsken, ist die unverzügliche Information an das Jugendamt, die Beteiligung an der Gefährdungseinschätzung und die Rückmeldung durch das Jugendamt. Zur ersten Regelung, die unverzügliche Information an das Jugendamt vom Kontext her der Ergänzung in § 4 Absatz 3 Satz 3 KKG ist, dass wir also diesen Prozess haben, bezogen auf die BerufsgeheimnisträgerInnen, mit der Folge, dass, wenn eben das Hinwirken auf die Inanspruchnahme von Hilfen nicht zur Gefährdungsabwendung geführt hat, dass dann diese Befugnis besteht zur Information an das Jugendamt. Und das war dem Gesetzgeber, beziehungsweise insbesondere dem Bundesrat, auch zu wenig. Die haben also gesagt,
Wir müssen das ein bisschen schärfen, auch vor dem Blick vieler Verfahren, die jetzt in der Vergangenheit sehr negativ gelaufen sind. Und von daher ist jetzt eine Sonderregel geschaffen worden, allerdings nur für die BerufsgeheimnisträgerInnen der Gesundheitsberufe, dass die nämlich bei dringender Gefahr für das Kindeswohl das Jugendamt unverzüglich anrufen sollen. Also soll bedeutet eben normalerweise ja und nur in Ausnahmen nein. Da muss man fragen, ist das jetzt doch wieder die Zweiklassengesellschaft, dass die Gesundheitsberufe anders behandelt werden? Und was ist jetzt unter dieser dringenden Gefahr zu verstehen? Auch das ist durchaus ein bisschen fraglich. Es könnte dazu führen, dass möglicherweise Einbeziehungen erfolgen ohne dieses vorherige Verfahren, was man eigentlich gar nicht möchte, weil diese dringende Gefahr anders verstanden wird. Und schließlich, die Effekte für den Kinderschutz sind fraglich. Nur weil irgendwo eine Pflicht oder eine Sollpflicht im Gesetz steht, heißt es noch lange nicht, dass mehr Informationen auch beim Jugendamt ankommen. Dazu jetzt wieder die Einschätzung aus fachlicher Perspektive von Dirk Nüsken. Genau, wie gerade auch finden wir hier die Regelung aus § 4 Absatz 3 des KKG, dass nämlich die genannten Personen unverzüglich das Jugendamt informieren sollen, wenn nach deren Einschätzung eine dringende Gefahr das Tätigwerden des Jugendamts erfordert. Wer ist das? Es geht um Ärztinnen, Ärzte, Zahnärztinnen, Zahnärzte, Hebammen, Entbindungspflege, Angehörige anderer Heilberufe und so weiter. Also eine Regelung, die explizit für Angehörige des Gesundheitswesens geschaffen worden ist. Warum nicht für andere? Und an dieser und auch an zwei, drei weiteren Stellen erleben wir das, was den Reformprozess auch in der vorletzten Legislaturperiode schon geprägt hat, dass wir deutlich wahrnehmen müssen, dass es eine Lobby aus dem Gesundheitswesen, aus dem medizinischen Bereich gibt, welches eine höhere Verantwortung, vielleicht sogar ein eigenes Verständnis, die besseren Kinderschützer zu sein, in sich trägt, mit dem sich die Jugendhilfe auseinandersetzen muss. Wir sehen nämlich hier, du hast es angesprochen, es kommt zu einer Priorisierung von Gesundheitsberufen. Diese Regelungen finden wir für andere Professionen, die wesentlich alltäglicher, wesentlich intensiver mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten, etwa in Kindertagesstätten, in Schulen, in offenen Ganztagsschulen oder so, nicht wieder. Warum das Gesundheitswesen? Die Regelung bestand im Prinzip vorher auch schon, und zwar im Rahmen einer Befugnisnorm. Nun ist sie zur regelhaften Regelung erklärt worden, nämlich als Sollvorschrift eingesetzt worden. Damit verbunden aus Elternsicht kann es natürlich sein, dass es zu einer Abkehr kommt von einem vertrauensbasierten Kinderschutz. Das heißt, ich vertraue mich bestimmten Menschen an, auch mit den Problemen, die ich habe im Zuge des Aufwachsens von Kindern. Und muss zur Kenntnis nehmen, dass diese Professionen, denen ich mich anvertraue, ihrerseits nun verpflichtet sind, bestimmte Informationen weiterzugeben. Ist das also der Einstieg von einem oder der Umstieg von einem bisher vertrauensbasierten Kinderschutz, wie sich das System in Deutschland insgesamt bislang bezeichnen lässt, in einen stärker kontrollierenden Kinderschutz? Und ganz praktisch, wenn Eltern nun davon wissen, und sie müssen davon wissen, dass ihre Informationen weitergegeben werden, suchen etwa bestimmte Eltern nun Kinder- und Jugendärztinnen und Ärzte weniger auf, weil sie ja davon wissen? Verheimlichen sie also schwierige Erziehungssituationen gegenüber Kinderärztinnen und Kinderärzten und führt diese Regelung damit dann genau zum Gegenteil dessen, was eigentlich anvisiert werden sollte, nämlich dass guter Kinderschutz von gelebten verbindlichen Kooperationen lebt. Aber auch an dieser Stelle sehen wir, dass der Gesetzgeber um Kompromisse bemüht war. In Fällen dringender Gefahr, also nicht in allen Fällen, soll diese Mitteilung erfolgen. Und dann stellt sich doch die Frage, entspricht dies nicht ohnehin schon dem bestehenden Selbstverständnis und der Praxis dieser Professionen, dass sie genau in diesen Fällen dringender Gefahr dem bislang ohnehin schon nachgekommen sind? Also eine Regelung, die beides in sich trägt. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle
die Strukturierung von Kooperation, aber auch Misstrauen gegenüber der Kinder- und Jugendhilfe und möglicherweise auch Misstrauen, welches gesät wird durch eine solche Regelung von Eltern gegenüber den Kindern und Jugendmedizinern. Die Folien haben Sie schon selbstständig gemacht, nämlich bezogen auf den weiteren Aspekt, den wir hier vorstellen möchten, nämlich die Änderung bezogen auf die Beteiligung an der Gefährdungseinschätzung. Vom Kontext her ist das so, dass wir eben diesen Prozess der BerufsgeheimnisträgerInnen hatten, die nach § 4 KKG eine Information an das Jugendamt weitergegeben haben, mit der Folge, dass das Jugendamt nun das eigene § 8a-Verfahren durchführen muss, das heißt eine Gefährdungseinschätzung machen müssen. Und jetzt ist die Frage, ja, wie läuft dieser Prozess und was folgt dann weiter? Und die Neuregelung ist die, dass eben die Personen, die nach § 4 KKG informiert haben, nun an der Gefährdungseinschätzung beteiligt werden sollen, allerdings nur, soweit dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist. Das heißt, wir haben Spielräume weiterhin auch für die Jugendämter darauf, in bestimmten Bereichen zu verzichten oder in bestimmten Fällen zu verzichten, und die Einbeziehung erfolgt in geeigneter Weise. Also auch hier nochmal wieder Ermessensmöglichkeit für die Jugendämter zu überlegen, wie wollen wir das denn schon? Auch hier wieder die Frage, war es nötig? War das nicht auch vorher schon so? Man hat es vorher auch schon machen können und es erfolgte durchaus. Und es entbindet auf keinen Fall davon, die Datenschutzregelung genau zu prüfen. Das heißt also, ob eventuell Hilfen gefährdet sind dadurch oder ob eben auch die Vertrauensbeziehung aufs Spiel gesetzt wird. Und das, was auf jeden Fall eine große Frage ist, warum hat der Gesetzgeber an dieser Stelle eine Sonderregelung geschaffen für BerufsgeheimnisträgerInnen nach § 4 KKG? Warum gibt es keine Regelungen für die Fälle, die viel häufiger sind, wenn nämlich Einrichtungen der Dienste der Kinder- und Jugendhilfe Informationen ans Jugendamt weitergeben und nicht die BerufsgeheimnisträgerInnen? Nun noch weitere fachliche Einschätzungen von Dirk Nüsken. Auch hier sei die neue Regelung kurz an den Anfang gestellt. Der neue 8a im Absatz 1, gewichtige Anhaltspunkte, wenn diese bekannt werden, so hat das Jugendamt, sofern dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist, den genannten Personenkreis in geeigneter Weise an einer Gefährdungseinschätzung zu beteiligen. Meine Damen und Herren, das mag in Einzelfällen ja sinnvoll sein. In Einzelfällen, die besonders komplex, die besonders risikohaft sind, dort, wo es notwendig ist, Gefährdungslagen von Kindern multiprofessionell, vielleicht sogar multidisziplinär einzuschätzen, aber genau das war bislang schon möglich. Die Regelung, die der Gesetzgeber nun gefunden hat, führt in jedem Fall zu neuen Dokumentations- und Begründungspflichten, weil die Jugendämter von nun an in jedem Fall dokumentieren und begründen müssen, ob es ein Fall ist, in dem sie nach fachlicher Einschätzung die anderen Personen hinzuziehen und wenn dann in welcher Art und Weise oder nicht. Und wir wissen leider, insbesondere aus einigen internationalen Studien, dass je mehr Fachkräfte an der Einschätzung von Risiken von Familien beteiligt werden, umso größer die Gefahr ist, dass die Familien selbst, dass die Beteiligung der Familien aus dem Blick gerät. Das ist menschlich auch völlig nachvollziehbar. Wenn ich ASD-Fachkraft bin und ich beteilige 3, 4, 5 Kolleginnen und Kollegen anderer Dienste an einem solchen Einschätzungsprozess, dann nehmen diese natürlich auch Zeitkontingente in Anspruch. Zeitkontingente, die mir möglicherweise dann aber für die direkte Arbeit mit den Familien fehlen. Den Kompromiss, den der Gesetzgeber hier gefunden hat, es soll nach fachlicher Einschätzung und in geeigneter Weise stattfinden. Dies ist ein fachlicher Entwicklungsauftrag. Wir wissen noch nicht, welche Wege hier angemessen tatsächlich zur Sicherung des Kinderschutzes sind und zugleich pragmatisch auch bewältigbar sind von den Jugendämtern. Und schließlich, du hast es angesprochen, Birgitta, wo bleiben die Fachkräfte freier Träger in diesen Regelungen, die ja viel häufiger und umfangreicher oft mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten?
Und genau dieser letzte Aspekt betrifft auch die letzte Regelung, die näher vorgestellt werden soll, nämlich die Frage der Rückmeldung an BerufsgeheimnisträgerInnen. Wir haben hier eine Neuregelung in § 4 Absatz 4 KKG, dass also dann quasi das Jugendamt an die BerufsgeheimnisträgerInnen zeitnah eine Rückmeldung geben soll. Das ist allerdings keine ganz ausführliche Rückmeldung, sondern nur, ob es die gewichtigen Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls des Kindes oder Jugendlichen bestätigt sieht und ob es zum Schutz des Kindes oder Jugendlichen tätig geworden ist oder noch tätig ist, und zwar nach einem Hinweis an die Betroffenen, soweit das nicht den Schutz in Frage stellt. Allerdings auch hier unter dem Vorbehalt des Datenschutzes. Aus fachlicher Perspektive sind diese Rückmeldungen häufig im Sinne eines kooperativen und interdisziplinären Kinderschutzes sinnvoll, allerdings meines Erachtens eher nur mit einer Einwilligung der Betroffenen, dass also gemeinsam auch an der Gefährdungsabwendung gearbeitet werden kann. Und meine Befürchtung an der Stelle ist, dass vielleicht nicht erfüllbare Erwartungen geweckt wird. Wenn jetzt im Gesetz drinsteht, es gibt eine Rückmeldung, dann wird der Rest, naja, nicht immer und auch nur eine eingeschränkte Rückmeldung, vielleicht gar nicht so sehr gelesen. So, dass es durchaus Auswirkungen auf das Vertrauensverhältnis haben kann. Und wie gesagt, auch hier wieder die Einschränkung bezogen auf die Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe, die nach 8a die Mitteilung gemacht haben. Auch hier wieder die Einschätzung von Dirk Nüsken und das abschließende Fazit. Das ist die Regelung aus § 4 Absatz 4. Wird das Jugendamt von einer der genannten Personen informiert, soll es dieser Person zeitnah eine Rückmeldung geben, ob es gewichtige Anhaltspunkte sieht und wie es tätig geworden ist. Rückmeldungen sollen Kooperation stärken. Mit dieser Regelung hat der Gesetzgeber auf Ergebnisse der Evaluation des Bundeskinderschutzgesetzes reagiert, in dem herausgefunden worden ist, und auch das ist menschlich sehr verständlich, dass Lehrerinnen, Lehrer, Ärzte und andere Menschen, die mit Kindern arbeiten, wenn sie Mitteilungen über mögliche Kindeswohlgefährdungen dem Jugendamt machen, dann häufig nichts mehr hören. Und was tun sie dann, wenn sie nichts mehr hören? Sie beschweren sich über das angeblich untätige Jugendamt und stellen vielleicht diese wichtigen Mitteilungen irgendwann auch ein. Und hier versucht der Gesetzgeber, Kommunikation herzustellen durch verbindlichere Rückmeldungen. Die Rückmeldung werden aber auch hier wieder eingeschränkt. Wir sehen erneut einen Kompromiss. Was soll mitgeteilt werden? Nun nicht alles, was das Jugendamt tut und auch nicht alles, was in der Familie geschieht, sondern ob die Anhaltspunkte bestätigt sind und ob das Jugendamt zum Schutz des Kindes tätig geworden ist. Auch hier, was bedeutet das für das Vertrauensverhältnis von Familien zu Berufsgeheimnisträgern, die nun nicht nur wissen müssen, dass mögliche Anhaltspunkte einer Kindeswohlgefährdung von den Berufsgeheimnisträgern dem Jugendamt mitgeteilt werden. Nicht nur das, sondern das Jugendamt seinerseits teilt den Berufsgeheimnisträgern mit, was es festgestellt hat. Das, was ich gerade ausgeführt habe zu den Regelungen, gilt also auch hier. Das kann eine deutliche Belastung des Vertrauensverhältnisses zu den Familien sein und damit die Intention der Regelung unterlaufen oder dem sogar widerstreben. Hätten nicht beispielsweise Eingangsbestätigungen oder Hinweise zur Verfahrensweise gereicht, meine Damen und Herren, Ärztinnen und Ärzte melden dem ASD doch auch nicht ihre weiteren Tätigkeiten zurück. Wir sehen also auch hier wieder eine zunehmende Dokumentations- und Aufgabenverdichtung der Jugendämter, allerdings Anwesende natürlich ausgeschlossen. Tatsächlich untätige ASDs können so beispielsweise von Ärzten insofern auch motiviert werden, dass Ärzte, ich nehme nur das Beispiel, Ärzte nun selbst das Familiengericht anrufen können. Das konnten sie vorher auch schon, aber die Regelung motiviert vielleicht das, wenn tatsächlich Jugendämter nicht oder nicht ausreichend tätig werden. Soll ich das Fazit auch machen? Dann müsste ich aber auf die nächste Folie kommen. Das machen wir hiermit. Das irgendwie hakt es manchmal. Auf die nächste Folie oder nächste Präsentation? Nächste Folie. Ach so. Das hat eben auch schon ein paar Mal gehakt. Jetzt. Ja.
Mein Fazit aus sozialpädagogisch-fachlicher Perspektive: Die Regelungen des KJSG sind an vielen Stellen ein Schritt in die richtige Richtung. Das kam in meinen Kommentaren heute vielleicht nicht so deutlich vor, weil ich explizit die kritischen Aspekte schärfen und in den Blick nehmen wollte. Das KJSG zeigt an vielen Stellen gefundene Kompromisslinien auf. Das kam bei den Rückmeldungen gerade auf, das kam auch bei der Vorlage der Inhalte der Hilfepläne an das Familiengericht auf. Und wir sehen, wie gerungen worden ist, auch zwischen verschiedenen Interessengruppen und Lobbygruppen in der Vorbereitung dieses Gesetzes. Und wie so häufig versucht man dann Kompromisse zu finden, die einen Kern bewahren sollen, aber Extreme vermeiden sollen. Ob das immer gelungen ist, wird sicherlich der Lauf der Zeit erst feststellen lassen. Was sicherlich zu würdigen ist, ist ganz grundsätzlich die etwas offensivere Beschreibung von Schnittstellen. Wer soll mit wem was machen? Hier kann möglicherweise eine deutlichere Rechtssicherheit und auch eine Verbindlichkeit in Kooperation erzielt werden. Insgesamt aber wird der Kinderschutz insbesondere für die Jugendämter bürokratisiert. Es ist jetzt ein deutlich zunehmender Aufwand, jetzt zunächst in der Umstellung der Verfahrensabläufe, dann auch in den erforderlichen Arbeitsschritten und nicht zuletzt in den Dokumentationen vorzulegen. Und welche Risiken und Nebenwirkungen das nach sich zieht, wird von Jugendamt zu Jugendamt unterschiedlich sein. Aber es ist eine enorme Bewältigungsaufgabe. Und meine Damen und Herren, auch hier in der Nähe des Ruhrgebiets gibt es Jugendämter, die haben momentan 30% ihrer ASD-Stellen nicht besetzt, weil die Stellen gerade nicht besetzt werden können aufgrund des Fachkräftemangels, weil es Erkrankungen gibt und Ähnliches. Und selbst wenn es keine 30, wenn es nur 20% unbesetzte Stellen sind, wird für viele Jugendämter jetzt das Eis schon ganz schön dünn, den bisherigen Aufgaben umfangreich nachzukommen. Und jetzt kommt noch ein gerütteltes Maß dazu vom NRW-Kinderschutzgesetz, was seit dem 1. Mai diesen Jahres gilt, will ich an dieser Stelle gar nicht erst reden. Es gibt also viel zu tun und bei vielen Regelungen wird es tatsächlich darauf ankommen, wie es denn umgesetzt wird, ob diese verbindliche Kooperation am Ende tatsächlich den Familien zugutekommt, um die es geht. Dazu braucht es guter, angemessener, professioneller Umsetzung und Wege. Dazu braucht es aber vor allen Dingen auch Ressourcen. Ressourcen, die quantitativ wie qualitativ zu beschreiben sind. Und die Ressourcenfragen sind in vielen Jugendämtern, gerade hier im Ruhrgebiet, in Kommunen, die sich in schwierigen Haushaltssituationen befinden, keineswegs abschließend und auskömmlich geklärt. Wichtig aber, und darauf bin ich eingegangen, wird es sein, das Vertrauen der Familien zu erlangen, zu wahren und diesen Vertrauensschutz auch anderen Professionen gegenüber klar zu vertreten. Denn das ist das allerwichtigste Kapital, was soziale Arbeit hat, was auch Fachkräfte in den Kinderschutzdiensten haben, dass die Familien ihnen vertrauen, dass die Familien erwarten, dass ihnen geholfen wird, dass sie Unterstützung und Fürsorge bekommen, so wie die Familien es benötigen. Und dieses Vertrauen darf auch im Rahmen dieser Regelung nicht zerstört und angetastet werden. Und dieses Vertrauen, das ist zumindest mein Wunsch, erwarte ich auch von Fachkräften in den sozialen Diensten, dass sie es anderen Professionen gegenüber vertreten, weil das ist das allerwichtigste Gut. Herzlichen Dank. Ja. Wir möchten gerne die Umbauphase nutzen für mögliche Fragen. Und eine Frage, die ich hätte, wäre, ob vielleicht doch eventuell Sie, Herr Kraft, jetzt schon den Praxiskommentar machen möchten, weil das meiste wahrscheinlich zu diesen Regelungen sein wird. Das war gerade so die Überlegung. Das heißt also jetzt gleich die herzliche Einladung. Aber zuvor noch mal die Frage ans Plenum. Gibt es Fragen, Anmerkungen, bevor wir den Blick in die Praxis machen? Das sehe ich im Moment nicht. Dann würde ich Herrn Kraft herzlich nach vorne bitten. Ja. Sie stellen sich sicherlich noch ein bisschen selbst vor, möglichst hier in der Nähe des Mikrofons stehen, damit viel in der Aufzeichnung. Ach so, liebe Zeit, jetzt sehe ich mich ja hier. Genau, Sie sehen sich und ich freue mich auf Ihre Anmerkung. Danke. Ja, liebe Frau Professor Goldrich, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben das bilateral geklärt. Ich bin da so flexibel, dass ich natürlich umstellen kann. Mein Name ist Peter Kraft. Ich bin schon sehr lange beim Jugendamt der Stadt Bochum. In Bälde 40-jähriges Dienstjubiläum. Das heißt,
Ja, ich war nicht nur im Jugendamt tätig, ich war auch in anderen Ämtern und Produktbereichen, so würde man das heute sagen. Somit habe ich auch ein relativ breites Spektrum und Erfahrung, die ich auch natürlich wieder zurückgeben kann in andere Bereiche. Ich war insgesamt 14 Jahre der Kinderschutzbeauftragte der Stadt, bis zum 31.12. Geschäftsführer Frühe Hilfen, Geschäftsführer verschiedener Ausschüsse und war praktisch so ein bisschen so wie dieser Spin-Doktor in der Sache tätig und konnte das ganz gut machen, weil ich organisatorisch direkt unter der Amtsleitung angesiedelt bin. Wir nennen uns Jugendhilfemanagement, man könnte aber auch Stabsabteilung dazu sagen. Ja, der Kinderschutz ist und bleibt meine Herzensangelegenheit. Dafür stehe ich immer ein und werde, glaube ich, auch wenn ich nicht mehr im Dienst der Stadt Bochum bin, dafür eintreten und kämpfen, weil meine Einstellung eindeutig ist, nicht nur die christliche Ausrichtung, die ich habe, sondern auch eine ganz grundlegende Haltung, weil ich Kinder für den größten Schatz halte, den wir haben. Und wir müssen alles tun, dass es unseren Kindern gut geht, denn die Kinder sind unsere Zukunft. Ja, ich bin gebeten worden, so ein bisschen aus der kommunalen Perspektive zu berichten. Das schließt sehr gut an zu dem, was Sie vorgetragen haben, insbesondere was Professor Dr. Dirk Nüsken auch angeführt hat. Drei Botschaften vorweg. Als ich das erste Mal damit betraut war, dass das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz kommt, habe ich gesagt, um Gottes Willen, jetzt kommen wieder Politiker, die uns Praktikern irgendwas aufböden. Hoffentlich denken die daran, dass alle gesetzlichen Änderungen, die kommen, für uns auch bedeutsam sind im Sinne von Ressourcen. Wir brauchen Personal. Und solche Dinge, die dann kommen, die nicht hilfreich für die Praxis sind, die sind nicht gut. Der zweite Punkt ist, wie setzen wir uns als Behörde damit auseinander? Wie kriegen wir diese Sachen mit den Möglichkeiten, die wir haben, gebacken? Welche Geschichte haben wir? Wie kriegen wir sowas implementiert? Und die dritte Botschaft ist, die Praxis sucht sich immer ihren Weg. Und wenn das nicht so ist, dann würden wir uns, glaube ich, nicht so um die Kinder, Jugendlichen und Familien kümmern. Und das bedarf nicht nur einer hohen Kompetenz, sondern das bedarf auch engagierten Kolleginnen und Kollegen, für die ich jetzt hier meine Lanze brechen möchte, die in diesem Arbeitsfeld arbeiten und sehr, sehr viel leisten. Und wir brauchen auch zukünftig Fachkräfte. Deswegen bin ich auch froh und bin der Einladung heute auch gefolgt, weil hier auch eine Institution ist, die wir ganz, ganz dringend in der Praxis benötigen, nämlich die Ausbildung guter Fachkräfte. So, was haben wir gemacht? Wir haben uns zunächst einmal damit beschäftigt, zu schauen, ja, wie sieht der Steckbrief unserer Kommune aus, wie sind die Basisdaten da, deswegen mal eine kurze Vorstellung, Steckbrief der Stadt Bochum. Wir haben insgesamt 370.899 Einwohner in 2020 gehabt. Wir haben unter 18 Jahre 54.798, davon unter 3 Jahre 9.067, Geburten 2.405. Das Jugendamt der Stadt Bochum, würde ich sagen, ist ein großer mittelständischer Betrieb mit 758 Beschäftigten. Ja, und Kinderschutz, ich sehe, dass eine meiner ganz, ganz geschätzten Kollegin Kirsten Witoska hier ist, die weiß, Kinderschutz ist einer der Kernaufgaben, die wir im Jugendamt haben. Nicht nur, weil es im Paragraph 1, im Paragraph 2 SGB 8 und im Kinder- und Jugendstärkungsgesetz kommt, sondern weil es für uns eine verpflichtende Aufgabe ist. Wir haben uns unser System angeguckt und haben gesagt, nach 14 Jahren müssen wir eine Überarbeitung machen. Da ist jetzt im Moment auch der Prozess, wo wir uns verschiedene Sachen angucken. Wir gucken uns sowohl die Handlungs- als auch die Aufgabenfelder an und gucken uns auch an, was gesagt worden ist, wo die Schnittstellen aussehen. Ist das alles noch zeitgeistmäßig? Können wir das alles noch so erfüllen? Also sind wir seit im Grunde genommen mit den 124 Beschäftigten des sozialen Dienstes, die bei uns den operativen Kinderschutz machen und die Fachstelle Kinderschutz, das ist der strategische Bereich,
übereingekommen, wir wollen diesen Prozess machen. Das dauert natürlich, aber dann haben wir das Gefühl, dass wir auch da im Kinderschutz nicht nur bei den administrativen, sondern bei der Prävention und Intervention auch wieder auf dem neuesten Stand sind. Also dieser Prozess ist gestartet worden. Wir haben den im Februar 2020 in einer Fachtagung begonnen. Du warst auch dabei, Dirk, du hast es miterlebt. Kirsten war auch noch dabei. Wir sind großartig gestartet und dann kam Corona. Das war ein Bruch, mit dem wir überhaupt gar nicht erstmal gerechnet haben. Viele Prozesse sind dann erstmal stagniert, sind nicht weitergeführt worden. Und wir haben schon gedacht, um Gottes Willen, das kommt zur Unzeit. Parallel dazu die Ankündigung, eine gesetzliche Änderung zu machen. Wir sind dann schnell zu der Auffassung gekommen, wir brauchen da auch einen Parallelprozess, um uns darauf vorzubereiten. Und unter Federführung des Amtsleiters haben wir eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich mit den Themen beschäftigt hat. Mein Part war natürlich dann den Bereich Kinderschutz und Prävention und frühe Hilfen mit da zu vertreten. Wir sind im Grunde genommen 29.03., 20.04., 10.05. Sind wir im letzten Jahr dann gestartet, was auch nicht einfach war. Und dann haben wir einen Konsens gefunden, uns am 24. August im Ruhrkongress mit Professor Gerlach zu treffen, der uns ein bisschen vom gesamten Jugendamt diese Situation dargelegt hat. Wir sind alle Bereiche nochmal durchgegangen und das war für uns sehr hilfreich, einfach weil wir als Praktiker auch die Expertise aus der Wissenschaft brauchen. Und wir sind halt froh, dass wir die Kooperation mit der Evangelischen Hochschule hier haben. Dafür nochmal herzlichen Dank. Ja, die Umsetzung ist natürlich gerade schon einiges angesprochen worden, die Rückmeldung an den Berufsgeheimnisträger. Jetzt sage ich dazu, wir sind ja nicht in Bochum bei Null angefangen. Wir haben schon seit dem Bundeskinderschutzgesetz und dem KKG haben wir die entsprechenden Netzwerke schon aufgestellt und sind da schon tätig, haben uns schon mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem medizinischen Bereich getroffen, haben mit denen entsprechende Kooperationsvereinbarungen schon abgeschlossen. Mit den Trägern haben wir schon seit 2007 Kooperationsverträge. Und das hat sich auch im Grunde genommen bewährt, weil wir die immer wieder fortgeschrieben haben und verbessert haben. Irgendwann ist uns auch aufgefallen, da brauchen wir den Gesetzgeber nicht zu, dass wir den Bereich der inklusiven Arbeit so ein bisschen haben vergessen lassen. Das muss ich auch als mir anrechnen. Ich hatte das nicht so detailliert auf dem Schirm. Wir haben das aber nachgebessert. Und die Einrichtungen der Behindertenhilfe sind mit in dem Gesamtnetzwerk dabei. Wir haben auch dort nachgebessert. Mit den Berufsgeheimnisträgern war es relativ unproblematisch, weil wir, Kirsten wird sich da nur erinnern, in unserem Standardverfahren, das wir seit 2007 beziehungsweise auch 2012 weiterentwickelt haben, immer einen Passus drin haben, Rückmeldung an Melder, egal an wen. Ob das nun Lehrerinnen, Lehrer sind, Verwandte sind, Angehörige, Nachbarn oder auch Ärztinnen und Ärzte, die bekommen eine Rückmeldung. Das haben wir auch immer so gesehen, dass wir sehr vorsichtig waren, was wir dann zurückmelden. Also wir sind da nicht in die Details eingestiegen. Das war auch nicht so wichtig, denn weil meistens war es einfach wichtig zu hören, dass die Rückmeldung dann auch gekommen ist. Der weitere Punkt ist, die bestehenden Netzwerke mit Ärztinnen und der Klinik auszubauen. Wir haben uns da von Medicon beraten lassen. Das Gleiche gilt auch in den Paragraphen 5, Kontakt zu Gericht und zur Staatsanwaltschaft. Wir haben diese MISTRAs immer schon bekommen. Wir pflegen auch über die Jugendgerichtshilfe, über die Familiengerichtshilfe haben wir Netzwerke. Da ist noch zu nennen, dass Evelyn Runge, die Kollegin, die früher dafür zuständig war, das installiert hat, sodass wir da auch einen guten Kontakt haben. Wir sind mit der Staatsanwaltschaft auch in sehr engem Kontakt, wenn die sagen, wir haben da einen Problemfall, dass wir informiert werden, um dem auch nachzugehen. Vereinbarung ist genannt worden für die Tagespflegepersonen.
Frau Professor Goldberg, ich kann Sie beruhigen, seit 10 Jahren schulen wir die. Und seit 10 Jahren wissen wir auch, wo der Schuh drückt. Ja, das sind keine Fachkräfte. Und deswegen muss man da besonders darauf Wert legen, wie ist die Infrastruktur, wie ist die Betreuung in der Praxis und wie ist die Schulung im Kinderschutz. Und das war eine auch der Aufgaben, genauso wie Schutzkonzepte in unseren Einrichtungen, in den Kindertageseinrichtungen und in Kinder- und Jugendfreizeithäusern, ist es jetzt verpflichtet, dass überall Schutzkonzepte eingerichtet wird. Wir haben übrigens auch eine Zertifizierung, stand auch in der Zeitung, von Kinder- und Jugendfreizeithäusern gemacht, die sich im Kinderschutz verdient haben. Die Zuziehung der insoweit erfahrenen Fachkräfte ist selbstverständlich. Die konkreten Abläufe, die werden jetzt auch in dem Überarbeitungsverfahren Kinderschutz gemacht. Wir haben natürlich auch die Prüfung vor Ort bei den Auslandsmaßnahmen. Das war ja auch nochmal ein wichtiger Punkt. Da hatten wir immer ein ungutes Gefühl, was passiert mit den Kindern und Jugendlichen, die im Ausland untergebracht sind, mittlerweile verpflichtend. Es geht also nicht nur Brüssel 2a, sondern auch darum, vor Ort zu gucken, ob die Sachen in Ordnung sind und ob es da auch ein Schutzkonzept gibt. Ja, die Einbeziehung im 42er, das war für uns immer wichtig, die Familien neben den Kindern und Jugendlichen zu beteiligen, wenn es in Obhutnahmen gibt. Deswegen muss da nicht noch der Gesetzgeber kommen und uns das erzählen, sondern das ist eine eindeutige Haltungsfrage, die man auch hat. Wenn man sich für Partizipation entscheidet, dann muss man das auch entsprechend durchführen. Das wird auch durchgeführt. Ja, eines der, finde ich, immer sehr schwierigen Themen, da wird der Professor Gerlach gleich noch was zu erzählen, ist 45, SGB 8 und 47, die Betriebserlaubnis. Wir haben immer im Zusammenwirken mit dem Landesjugendamt geguckt, dass der Kinderschutz dort auch niedergeschlagen wird, dass verlässliches Personal da ist, die qualifiziert sind, dass auch das Beschwerdeverfahren dort zulässig ist, also auch das Thema Ombudschaften strahlt da rein. Und natürlich, was ganz wichtig ist, dass wir, wenn es Vorfälle in Einrichtungen gegeben haben, auch eine Krisenplanung gemacht haben. Also die wissen jetzt, was sie zu tun haben. Ich habe erst gedacht, oh, da kriege ich was um die Ohren gehauen, wenn ich das entwickle. Aber ganz im Gegenteil, die waren alle froh, dass sie jetzt auch eine Abfolge haben, wenn etwas mal passiert. Mit den ganzen Auswirkungen, auch personalrechtlichen Auswirkungen. Das ist nicht so einfach. Im 47 Informationspflicht für die Träger, dass die sich also, der Träger der Einrichtungen, die belegen, dass sie sich dass die informieren, die Behörden informieren, nicht stillschweigen, weil wir gesagt haben, das kann dazu führen, dass euch die Betriebserlaubnis dann entzogen wird. Ja, das wird aber in Zusammenwirken auch mit dem Landesjugendamt gemacht, das wird im Rahmen von Vier-Augen-Prinzip gemacht. So, dann stelle ich noch mal kurz zusammen die drei Bereiche, einmal Prävention, Administration, Intervention und Kooperation, Prävention, Einrichtungen, die für uns von Relevanz sind, ist Kinderklinik, Geburtskliniken und natürlich auch die Arztpraxen haben jeweils jetzt eingerichtet Lotsenfunktionen. Wir haben Babylotsen, haben Sie vielleicht in der Zeitung gelesen, haben wir jetzt eingerichtet. Wir sind auch dabei, in den Arztpraxen Lotsendienste und Beratungen aufzubauen und in den Stadtteilen die Elternbegleitung zu machen. Da gibt es jetzt auch nochmal eine Neuauflage von einem großen Bundesprogramm, da wollen wir daran partizipieren. Das gilt auch eben mit Vertrauen. Die Familien brauchen Vertrauen. Auch im Kinderschutz brauchen die Vertrauen. Und wenn man sieht, was mit den Hilfeplänen da passiert, das ist wir versuchen Bürokratismus abzubauen und kriegen durch das Gesetz wieder Bürokratismus auferlegt. Und deswegen meine Bemerkung, auch die Praxis sucht sich da ihren Weg. Also da bin ich mal gespannt. Im Vier-Augen-Prinzip wird das alles geregelt, ist kein Thema. Wir sind Behörde, sind dem Gesetz verpflichtet. Aber man wird sehen, was dabei rumkommt. Administration, die Verträge sind überarbeitet nach 8a und der Bereich Inklusion eingearbeitet. Die Intervention, Vorlagepflicht bei Hilfeplänen mit dem Familiengericht, das sehen wir auch geteilt. Ja, insbesondere, was nehmen wir da raus? Ja, das kann nur im Vier-Augen-Prinzip passieren. Also es kann nur durch den Vorgesetzten mit der fallführenden Fachkraft passiert, indem man sich darüber verständigt, was nachher da reinkommt und was man rauslässt. Weil es ist nichts schlimmer, als wenn man Vertrauen gegenüber den Familien verliert. Die Kooperation ist natürlich
mit den entsprechenden Netzwerkstrukturen, die da sind. Das heißt, wir sind natürlich bemüht, auch als Behörde Fachtage zu veranstalten, entsprechende Konferenzen durchzuführen. Ich nenne stellvertretend mal die Kinderschutzkonferenz und das Netzwerktreffen Frühe Hilfen. Die müssten hier auch bekannt sein. Das sind für uns auch Marken. Da setzen wir uns auch mit den Trägern zusammen und organisieren die und bringen auch Themen rein, die uns interessieren, weil ist ja kein Geheimnis, das Jugendamt ist ohne die Träger nicht handlungsfähig. Wir brauchen die Träger, wir brauchen ein vertrauensvolles Verhältnis. Und das ist das oberste Gebot. Wir brauchen auch eine enge Kooperation mit Schulsozialarbeiter. Also Schule wird auch ein dickes Thema werden in der nächsten Zeit, wo wir uns im Kinderschutz mit beschäftigen. Wir werden die Schulsozialarbeiter weiterhin schulen und gucken eben, dass wir dort auch mit denen als Frühwarnsystem den ersten Punkt kommen. Zum Thema Netzwerke ist auch zu sagen, dass es eine bilaterale Geschichte ist. Einmal im Sinne von § 78 Arbeitsgemeinschaften, dass wir im Austausch stehen und dass wir gemeinsam auch, man ist ja nichts Neues, das Jugendamt besteht ja einmal aus dem Jugendhilfeausschuss und aus der Verwaltung, dass die Anregungen aus der AG 78 in den Jugendhilfeausschuss kommen, damit wir auch entsprechende Planungen haben, um diese Verfahren dann auch voranzutreiben. So, jetzt wäre ich erstmal durch. Für Fragen stehe ich gern zur Verfügung. Vielen Dank. Frage an Peter Kraft zur Umsetzung in Bochum. Wie weit seid ihr mit dem Einbezug von Berufsgeheimnisträgern bei der Gefährdungseinschätzung? Das haben wir immer schon praktiziert, dass wir geguckt haben in den Stadtteilen, also sozialräumlich gesehen, dass es eine Gesprächsebene geht mit den Ärzten. Das muss man aber auch immer wieder kritisch sagen, Dirk, es liegt an den handelnden Personen. Manche sind sehr offen und kommen gut miteinander und manche sind sehr schwierig. Aber das wächst. Es kommt eine neue Generation von Ärztinnen und Ärzten, gerade von Pädiatern. Und es kommt auch eine neue Generation unserer Kollegen. Und die nähern sich jetzt an. Also die Spitze, die hat sich verständigt mit der Obfrau, der Frau Dr. Simon und mit dem Protagonisten der Kinderklinik. Da ist man schon auf der Verständigung. Jetzt muss es nur operativ unten weitergeführt werden. Also wir sind da auf einem guten Weg. Ja, danke. Die Frage bezog sich, ich sage es jetzt noch mal ins Mikrofon hinein, auf die Einbeziehung der Berufsgeheimnisträger in die Gefährdungseinschätzung. Das heißt, auch hier habe ich den Eindruck, Bochum ist schon relativ weit. Vielleicht noch eine Frage von mir. Was würden Sie sagen, war so die größte Herausforderung im Bereich Kinderschutz jetzt für Sie wirklich in der Praxis? Also nach wie vor ist die größte Herausforderung, dass wir die Ressource Personal haben. Dass wir Stellen besetzt bekommen und dass die ihre Arbeit machen können und wir uns nicht eines Organisationsverschuldens dann eben schuldig machen können, dass wir sagen, wir konnten das nicht umsetzen, weil wir die Organisation nicht stehen haben. Und das ist für mich der wichtigste Punkt dabei, dass wir im Grunde genommen die Ressourcen haben, um diese Arbeit auch machen zu können. Und gut machen zu können, weil es geht nicht nur, dass man das, was geschrieben ist, zu machen. Also ich habe mal den Spruch gefasst, also eine Kooperationsvereinbarung muss gelebt werden. Die ist das Papier nicht wert, wenn man sich da nicht daran hält. Genauso wie es bei unserem Standardverfahren. Aber wir brauchen auch die Menschen dazu, sowohl wir beim öffentlichen Träger als auch bei den freien Trägern, die mit uns gemeinsam fürs Kindeswohl eintreten und streiten. Vielen Dank. Bitte. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Themenkomplex. Der zweite Themenkomplex wird von Florian Gerlach und Holger Wendelin vorgestellt. Und da geht es eben um die Betriebserlaubnisverfahren und die Auslandsmaßnahmen. Hast du so einen Druck an? Da ist er. Ja, genau. Welche ist es? Heimaufsicht Auslandshilfen oder SGB-8-Reform? SGB-8-Reform. Ist er nicht noch geteilt? Jetzt eben durchklicken. Ist gut, passt.
Zettel schon mal geteilt? Nein, würde ich jetzt nicht. Warte mal kurz. Hast du auf Bildschirm teilen? Bist du über Bildschirm teilen gegangen? So, und jetzt? Da, genau. Jetzt ist es geteilt. So. Und jetzt ein bisschen anmerken. Okay, haben wir. Wunderbar, das ist ja falsch. Okay, da sind wir. So, darf ich stehen jetzt hier, ja? So. Möglichst nah am Mikrofon, möglichst direkt. Das ist das Gültige hier? Nein, das untere. Okay, das sollte gehen. Ich mag das nicht, wenn ich so dahinter stehe. Ja, auch ich grüße Sie. Ich werde mich bemühen, mich kurz zu fassen, lieber Holger, damit du auch noch zu Wort kommst, weil wir wollen ja auch unsere Zeitplanung einhalten. Ich werde Ihnen heute etwas zum Thema Reform des Betriebserlaubnisrechts im SGB VIII näher bringen. Worum geht es in diesem Bereich? In der Jugendhilfe, vielleicht an die Adressatinnen und Adressaten, die jetzt noch nicht aus der Praxis kommen, ist es ja so, dass die Arbeit mit den Klienten außerhalb des Jugendamtes in sogenannten Einrichtungen, in Jugendhilfeeinrichtungen erfolgt. Und diese Jugendhilfeeinrichtungen sind überwiegend Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege, zum Teil auch privatgewerbliche Träger. Sie sind auf jeden Fall, in aller Regel jedenfalls, nicht staatliche Institutionen. Man könnte auch sagen, es sind Firmen, auch wenn sie oft gemeinnützig sind. Sie sind oft als GmbHs, gemeinnützige Vereine, Stiftungen und so weiter organisiert. Aber jedenfalls sind es überwiegend Institutionen, die nicht staatlich sind. Und wenn Kinder in solchen Einrichtungen untergebracht sind, stationär untergebracht sind, dann richten staatliche Institutionen ihr besonderes Augenmerk auf diese Institutionen und sorgen dafür mit bestimmten Instrumentarien, dass Kinder in diesen Einrichtungen ausreichend geschützt sind. Gleichwohl ist es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Übergriffen in entsprechenden Einrichtungen gekommen, zu Kindeswohlgefährdungen in entsprechenden Einrichtungen gekommen. Und das ist für den Gesetzgeber immer wieder Anlass gewesen, die Aufsichtsvorschriften über diese Einrichtungen zu reformieren, so auch in dieser Gesetzgebungsrunde. Und der Gesetzgeber hat in dieser Gesetzgebungsrunde das sogenannte Betriebserlaubnisrecht, so heißt dieser Unterbereich des SGB VIII, hat in dieser Runde das Betriebserlaubnisrecht aus meiner Perspektive einer relativ großen Reform unterzogen. Und dazu will ich ein paar Stichworte und Anmerkungen geben. Die Themen sind hier stichwortartig aufgezählt. Ich will nicht auf alle Punkte eingehen, weil ich glaube, dass ich das gar nicht schaffe in der Kürze der Zeit. Also er hat ein Kriterium eingeführt ins Gesetz, das heißt Zuverlässigkeit. Die Einrichtungsträger müssen ihre Zuverlässigkeit gewährleisten. Er hat die Träger verpflichtet, Gewaltschutzkonzepte zu etablieren. Er hat erweiterte Dokumentationspflichten etabliert und hat, das ist aus meiner Sicht einer der wichtigsten Aspekte, er hat die Vorschriften zum Widerruf und zur Rücknahme der Betriebserlaubnis novelliert. Er hat den Einrichtungsbegriff überhaupt das erste Mal definiert im Gesetz, hat die Regelungen zur örtlichen Prüfung, also zur Prüfung vor Ort, überarbeitet. Und das hat alles natürlich auch Wirkung auf das Leistungserbringungsrecht. Darauf will ich heute aber nicht mehr eingehen. Gehen wir auf das erste Thema ein. Da hat der Gesetzgeber etwas geregelt, was erstmal ein bisschen komisch klingt. Da steht nämlich drin, wenn du, lieber Einrichtungsträger, eine Betriebserlaubnis haben willst, dann musst du nachweisen, dass du zuverlässig bist. Und das finde ich deshalb bemerkenswert, weil man sich ja mal die Negation dieses Begriffes vor Augen führen muss. Und da kann man sich ja kaum vorstellen, dass ein unzuverlässiger Träger eine Betriebserlaubnis kriegt. Also ist das nicht eine Selbstverständlichkeit, die hier geregelt wird? Und man hat das auf Initiative der Familienministerkonferenz eingeführt. Warum? Weil man den Einrichtungen sozusagen bestimmte Verpflichtungen auferlegen wollte, beziehungsweise weil man bestimmte Verpflichtungen der Einrichtungen durchsetzen wollte. Und zwar geht es vor allem darum, dass Einrichtungsträger eben
immer wieder oder einzelne Einrichtungsträger immer wieder ihre Verpflichtungen zur Erfüllung von Auflagen verletzen und vor allem, weil Einrichtungsträger immer wieder aus der Perspektive jedenfalls der Landesjugendämter ihre Verpflichtungen zur Meldung sogenannter besonderer Vorkommnisse, wenn in den Einrichtungen irgendwas vorgefallen ist, weil sie diese Verpflichtungen verletzen. Und da wollte man sozusagen die Daumenschrauben etwas anziehen und hat das nicht so gesagt, wie man es meinte, jedenfalls zunächst nicht, sondern hat gesagt, ihr müsst zuverlässig sein. Das hat zu einem relativ großen Aufschrei geführt in der Trägerlandschaft, also bei den Trägern der freien Wohlfahrtspflege, vor allem in der ersten Gesetzgebungsrunde, weil man gesagt hat, das ist ja ein ganz offener und weicher Begriff und damit ist ja sozusagen, sind ja Restriktionen gegenüber Einrichtungsträgern Tür und Tor geöffnet. Das damalige Bundesfamilienministerium hat immer argumentiert, ja, das ist ja eigentlich alles gar kein Problem, weil wir kennen ja diesen Begriff aus dem Gewerberecht, da gibt es den schon seit 120 Jahren und die Rechtsprechung hat x-mal darüber entschieden, was auch stimmt. Hier gibt es eine wunderschöne Entscheidung vom Bundesverwaltungsgericht aus dem Jahr 1961 und das Bundesverwaltungsgericht, wie auch die versammelte Kommentarliteratur im Gewerberecht sagt, Zuverlässigkeit ist ein Begriff, den darf man nicht moralisierend nehmen, sondern man muss immer vom Zweck der Vorschrift ausdenken. Und das kommt hier so eine schöne Formulierung vom Bundesverwaltungsgericht, die sagen eben, es kommt auf den Schutzzweck der entsprechenden gewerberechtlichen Bestimmung an. Was will eigentlich die Norm erreichen? Und dann bringen sie zwei wunderbare Beispiele. Ein Schwimmlehrer, der nicht schwimmen kann, der ist eben nicht zuverlässig. Und dann ist hier noch so eine ganz wunderbare Wendung am Ende. Ein Rechtskonsulent, der zur Darstellung eines einfachen Sachverhaltes nicht fähig ist, die sind eben für das entsprechende Gewerbe nicht geeignet. Das soll Zuverlässigkeit sein. Ja, das hat die versammelte Jugendhilfegemeinde nicht überzeugt. Es hat viel Aufregung weitergegeben, weiteren Gesetzgebungsverfahren. Und es ist sozusagen die Forderung aufgestellt worden, diese Vorschrift zu konkretisieren. Das hat der Gesetzgeber gehört und hat jetzt Regelbeispiele formuliert. Die kann man hier nachlesen, ist es das auch? Genau. Und hat im Grunde genommen jetzt aufgeschrieben, was gemeint ist. Nämlich ein Träger ist unzuverlässig, wenn er nachhaltig gegen seine Mitwirkungs- und Meldepflichten verstößt. Das haben wir eben schon gehört. Die Träger haben Meldepflichten. Es geht um besondere Vorkommnisse. Es ist zu Übergriffen zum Beispiel gekommen von älteren Kindern auf jüngere Kinder. Oder es ist zu Übergriffen gekommen von Einrichtungsmitarbeitern auf Kinder. Das wären zum Beispiel besondere Vorkommnisse. Sehr besonders, würde ich sogar sagen, die gemeldet werden müssen. Und dann gibt es noch sozusagen zwei weitere Punkte. Es geht um den Verstoß gegen Auflagen und um den Verstoß gegen Beschäftigungsverbote. Und wenn die Träger das nicht einhalten, sind sie eben unzuverlässig. Ja? Und das spielt eine besondere Rolle, insbesondere dieser Verstoß gegen Meldepflichten, weil es in der Tat so ist, dass am Ende der Verstoß gegen Meldepflichten dazu führen kann, dass Träger ihre Betriebserlaubnis verlieren. Da sage ich gleich nochmal was ausführlich dazu. Gut, das will ich mal schnell durchgehen. Es gibt eine Verpflichtung, ein Gewaltschutzkonzept zu etablieren. Wichtig erscheint mir diese Regelung zur Rücknahme der Betriebserlaubnis. Paragraph 45 Absatz 7, da hat der Gesetzgeber Folgendes gemacht. Er hat gesagt, fortan kann das Landesjugendamt eine Betriebserlaubnis immer dann entziehen, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung einer Betriebserlaubnis nicht mehr vorliegen. Und das ist insofern eine wichtige Neuregelung, auch das kommt einem ja so selbstverständlich vor, war es aber nicht, weil die Rechtsprechung durch die Bank gesagt hat, die Betriebserlaubnis, die kann man nur entziehen, wenn das Kindeswohl in der Einrichtung gefährdet ist. Und es hat eben Fälle gegeben, ich weiß nicht, da gehst du, glaube ich, gleich auch noch drauf ein, es hat eben Fälle gegeben, wo ein Träger ja, sich vorwärts und rückwärts nicht an sozusagen Auflagen gehalten hat, aber die Gerichte dann eben festgestellt haben, ja, das Kindswohl, das ist eben nicht gefährdet und mit der Konsequenz, dass der Träger sozusagen gegen Auflagen und Rahmenbedingungen der Betriebserlaubnis verstoßen konnte, wie er wollte, man konnte ihm aber nicht die Betriebserlaubnis wegnehmen. Ja, und das hat man geändert und hat jetzt gesagt, ihr liebe Träger müsst dauerhaft die Anforderungen erfüllen, die auch an die Erteilung der Betriebserlaubnis gestellt werden. Das ist sozusagen aus meiner Sicht eine sehr wichtige Vorschrift und
aus der Einrichtungsperspektive eine durchaus gefährliche Vorschrift, weil sie eben ständig dafür sorgen müssen, dass die Erteilungsvoraussetzungen vorliegen. Tun sie es nicht, riskieren sie ihre Betriebserlaubnis. Und das ist sozusagen aus der Einrichtungsperspektive, kann das gefährlich werden. Das überspringe ich mal. Das, was ich Ihnen auf jeden Fall noch näher bringen will, ist die Reform des Einrichtungsbegriffes. Der Paragraf 45 SGB 8, die Vorschrift über die Erteilung der Betriebserlaubnis, nicht lesen bitte, es ist nur zum Schockieren da, sozusagen dieser Paragraph in seiner ganzen Länge. Der Paragraph 45, nicht 45a, sondern 45 sagt, wer eine Jugendhilfeeinrichtung betreibt, der braucht eine Erlaubnis. Und dieses Tatbestandsmerkmal Einrichtung, was ist eigentlich eine Einrichtung, ist eigentlich, seitdem es diesen Erlaubnisvorbehalt gibt, umstritten, nicht richtig geklärt. Und insbesondere ist nicht so richtig geklärt, wie eigentlich eine Jugendhilfeeinrichtung abzugrenzen ist von familienanalogen oder familienähnlichen Betreuungsformen, wie zum Beispiel Pflegefamilien. Und das kommt daher, dass historisch sich aus Pflegefamilien heraus Betreuungsverbünde entwickelt haben, die einen heimähnlichen Charakter haben. Und seitdem es sozusagen diese familienähnlichen Betreuungsformen gibt, die aber andererseits auch in der Nähe von Heimen sind, weil sie zum Beispiel angestelltes Personal haben. Seitdem es sozusagen diese Betreuungsformen gibt, gibt es das Abgrenzungsproblem. Ist das jetzt eine Einrichtung oder ist das eine Pflegefamilie? Jetzt könnte man ja sagen, ja, ist sehr wurscht, weil dann kann man ja für beide die gleichen Regeln gelten lassen. Das ist aber deshalb nicht ganz egal, weil die Finanzierungssystematiken, die sozusagen die Zuordnung zu einer Einrichtung auslöst, sind andere. Also vielleicht kann man es so ein bisschen knapper so sagen. Grundsätzlich gibt es ein Interesse von Jugendhilfeträgern, Einrichtung zu sein, weil sie dann in ein günstigeres, ein aus ihrer Perspektive günstigeres Finanzierungsrecht kommen. Sie haben einfach schlicht höhere Tagessätze. Ja? Und umgekehrt ist es auch noch wichtig, weil das Fachkräftegebot in Einrichtungen anders interpretiert wird als in Pflegefamilien. Und deshalb kommt es auf diese Abgrenzung sehr an. Und der Gesetzgeber hat sich jetzt um eine Abgrenzung bemüht, die schwer zu verstehen ist. Die hat zwei Teile, diese Vorschrift. Der erste Satz sagt einfach, ja, man braucht auf jeden Fall einen räumlichen und personellen Zusammenhang, der irgendwie organisiert ist. Das ist schon immer die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts gewesen und ist auch eigentlich unstrittig. Dann hat man aber Folgendes gemacht und hat gesagt, alles, was sozusagen als Betreuungsform darauf hinausläuft, dass die betreuenden Personen und die betreuten Personen immer identisch sind, wie das in Pflegefamilien der Fall ist. Also die Pflegeeltern wechseln nicht und die Pflegekinder wechseln auch nicht. Die können schon mal wechseln, aber in der Pflegefamilie ist es eben darauf angelegt, dass die Betreuungsperson gerade nicht wechselt, weil das soll ja gerade dieser familiäre Zusammenhang sein. Und die Kinder wechseln in der Regel auch nicht. Beides ist beständig. Und das unterscheidet sozusagen die Pflegefamilie vom Heim. Und dann haben sie es gesetzlich jetzt so geregelt, dass sie einfach gesagt haben, ja, aber immer wenn das so ist, wenn es diese feste Zuordnung von Kindern zu Pflegeeltern, Pflegepersonen gibt, dann ist das nicht Einrichtung. Das ist erstmal das Grundprinzip. Ausnahme, es ist eben doch wieder Einrichtung, wenn dieses Modell, dieses Tandem sozusagen aus Pflegeeltern und Pflegekind, wenn das eingeordnet ist in ein größeres Konzept, in eine größere Institution, und dann gibt es einen weiteren Halbsatz in dieser Vorschrift, der zählt dann eben die Kriterien auf, die dann für eine solche Einbindung sprechen. Es gibt ein gemeinsames Konzept. Die Mitarbeiterauswahl erfolgt nach einheitlichen Kriterien. Diese Untereinheiten, die hier
Ne? Die Untereinheiten, die hier drunter stehen, das sind die, die auf dem Vorbild waren. Das kann man jetzt hier schlecht lesen, aber das sind quasi diese 1-zu-1-Zuordnungen. Ne? Und die werden sozusagen von außen überwacht. Es gibt Weiterbildungsmaßnahmen, Außenvertretung und so weiter. Da verspricht man sich eben davon, dass dadurch mehr Sicherheit gewährleistet wird in diesen Konzeptionen und Modellen. Und deshalb sagt man, die unterfallen auch dem Einrichtungsbegriff und unterliegen der Aufsicht der Landesjugendämter. Ja, das sind meines Erachtens die größten und wesentlichsten Änderungen. Vielleicht so viel, Dirk, dann kannst du vielleicht weitermachen und wir können ja gucken, ob noch was fehlt. Dann. Den letzten weisen bekanntlich die Hunde. Ich weiß jetzt nicht, kann das hier nicht bedienen, ich brauche eine Tastatur. So, okay. Wo sind meine Folien? Ich habe aber schon befürchtet, dass es so weit kommt. Einerseits nochmal eine kurze Vertiefung zu den beiden Kernthemen, die du eben genannt hast, insbesondere zum Thema Widerruf Betriebserlaubnis. Wo bin ich denn? Da bin ich, genau. Sozusagen fachlicher Blick, aber ein fachlich sehr pointierter Blick. Diejenigen, die sich ein bisschen auskennen, lesen jetzt schon Friesenhof. Ich hätte ein Beispiel, woran deutlich wird, wie sowas tatsächlich in die Hose gehen konnte bisher und die Hoffnung sich verbindet, dass das jetzt nicht mehr passiert. Und der zweite Teil der Auslandshilfen. Ich tendiere da gerade so, die Auslandshilfen wegfallen zu lassen, weil das erstens ein riesiges eigenes Feld ist, zweitens extrem spezifisch und ich glaube, das Fass jetzt noch aufzumachen macht keinen Sinn. Dann würde ich die relativ zügig mir anschauen, wo ist der Pointer, hier ist der Pointer, genau. Was so Betriebserlaubnisverfahren, was man erstmal ja relativ trocken mit Melde, irgendwie Auflagen, was weiß ich, was verbindet, aber nicht unbedingt mit Sozialpädagogik oder Pädagogik, was das tatsächlich damit zu tun haben kann. Nicht muss, sondern kann. Ich muss zum Mikro, okay. Es geht um den Fall Friesenhof, Jahr 2015, das ist so, naja, das mittlere Jahr. Der Friesenhof ist eine intensivpädagogische Einrichtung gewesen, muss man sagen, wie der Name schon sagt, in Norddeutschland, in Schleswig-Holstein. 2011 hat er seine Betriebserlaubnis bekommen mit einem damals schon konfrontative Pädagogik, sagt dem einen oder anderen vielleicht was, Konzept, das ja auf verhaltenstherapeutische Elemente und eben auf eine konfrontative Pädagogik gesetzt hat, die, wie der Name schon sagt, sehr offensiv mit den Problemlagen der Jugendlichen umgeht, sie sehr stark konfrontiert mit ihren Fehlern und dabei auch durchaus deutlich wird. Ab 2013 gab es dann immer wieder Beschwerden von ehemaligen Mitarbeitern und von Jugendlichen auch, sodass das Landesjugendamt ab 2013 eigentlich im ständigen Kommunikationsprozess mit der Einrichtung treten musste und getreten ist, mit Richtung die Bedingungen in der Einrichtung ja, zu verbessern oder bestimmte Problemlagen abzustellen. Das ging hin und her, das führte zu Auflagen, zu Verträgen zwischen Landesjugendamt und Einträger und Einrichtung. Die Einrichtung hat sich ständig auch juristisch dagegen gewehrt, hat gesagt, wir wollen uns von euch gar nicht so beraten lassen. Das ist das, was das Landesjugendamt nämlich erstmal muss. Die müssen die Einrichtung erstmal beraten, damit Problemlagen sich abstellen lassen. Und erst dann kann das Landesjugendamt sagen, jetzt kommen wir mit der Keule und drohen euch mit dem Zug der Betriebserlaubnis, was, wie wir eben gehört haben, nicht so einfach ist. Konkret ging es um folgende Praktiken. Zum einen verhaltenstherapeutische Stufenpläne, die Jugendlichen sehr stark eingegrenzt haben und quasi zu einer Scheinanpassung gezwungen haben. Das war aber noch das Wenigste. Dann ging es um Anschreien und Beschimpfung als pädagogisches Mittel, also nicht aus Versehen, sondern wirklich das, was ich eben unter konfrontativ schon beschrieben habe, dass man Jugendliche, die Mist gebaut haben, wirklich mal auf den Pott setzt und mal so richtig zur Sau macht, auf gut Deutsch. Strafsport, Sprechverbot, Zwang zur Essensaufnahme, während des Essens auch Sprechverbot, Zwang zum Tragen bestimmter Kleidung, ständige Aufsicht, vor allem am Anfang, also auch auf dem Klogang musste jemand mit dabei sein. Aussitzen war so eine Kollektivangelegenheit, dass wenn es einen Konflikt gab, musste die ganze Gruppe zusammensitzen, bis der Konflikt geklärt war. Die längste Session ist hier mit 36 Stunden berichtet, wo auch nicht geschlafen werden durfte. Also andernorts wird sowas auch als Folter bezeichnet. Und die letzten drei Punkte, Briefzensur, Fixierung, die nach den Berichten auch deutlich über das hinausging, was man jetzt in einer ganz akuten, selbst- und fremdgefährdenden, in einer Notlage sozusagen auch rechtfertigen könnte. Der Montage der Fenstergriffe, was letztlich einen Einschluss bedeutet. All das konzeptionell abgesichert. Es gab dann auch im weiteren Verfahren gab es einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Land,
der 2,5 Jahre, 63 Sitzungen sich damit befasst hat. Das sind so ein dicker Vorgang ist das. Und da gab es Gutachten von sehr renommierten Kollegen, Mörsberger, Wiesner waren da mit dabei, Schrapper. Das heißt, dieser Fall ist extrem gut durchgekaut, was da alles schiefgelaufen ist und was nicht. Es gab nie Zweifel, dass das alles tatsächlich stattgefunden hat. Also das sind nicht nur haltlose Anschuldigungen, sondern es war relativ schnell klar, dass es alles passiert. Die Trägerin hat das auch alles zugegeben, hat gesagt, das ist halt unser Konzept. Ja, damit arbeiten wir halt. Ich kenne das aus der Heimatziehung der 50er, 60er Jahre, auch ein bisschen düster. Was ist da also passiert? Landesjugendamt hat, wie gesagt, dann 2015 Betriebserlaubnis widerrufen, weil sie gesagt haben, geht nicht mehr. Also wir haben euch beraten, es hat nicht geklappt. Und die Trägerin ist vor Gericht gegangen und hat 2019 Recht bekommen, dass dieser Widerruf nicht rechtswidrig war. Trägerin, den Träger gab es gar nicht mehr, hat schon Konkurs angemeldet. Wollte aber trotzdem rehabilitiert werden und ich glaube, finanziell hätte das auch, oder hat das dann auch Auswirkungen gehabt. Er hat Recht bekommen, man hätte die Betriebserlaubnis nicht widerrufen dürfen. Gründe dafür, und jetzt kommen wir zu dem, was Florian eben schon gesagt hat. Zum einen, erstmal haben die gesagt, naja, das Landesjugendamt hätte schon noch mehr beraten können. Alle, die ich dazu gesprochen habe und auch gelesen habe, haben gesagt, nein, dieser Punkt war überschritten, da ging nicht mehr viel. Das Gericht hat gesagt, doch, da wäre innerhalb des Beratungsauftrags wäre noch was möglich gewesen. Dann, der Verstoß gegen Auflagen und Meldepflichten, das wurde auch immer wieder thematisiert, reichte nicht aus für einen Widerruf. Also wenn man da Auflagen kriegt, erfüllt die nicht oder meldet irgendwelche Abgänge nicht oder gewaltsame Vorgänge, dann reicht das hier auch im fortgesetzten Wiederholungsfall offenbar nicht, um die Betriebserlaubnis zu widerrufen. Und, wir haben es eben schon gehört, das Kindeswohl war im Einzelfall nicht gefährdet. Also zumindest wurde diese Gefährdung nicht nachgewiesen. Es wurde zwar ständig von so einer, und deswegen hat sich der Begriff strukturelle Kindeswohlgefährdung durchgesetzt, aber es wurde nicht im Einzelfall nachgewiesen, dass einzelne Kinder wirklich gefährdet waren. Und das wäre notwendig gewesen. Und deswegen hat das Gericht gesagt, nein, das geht nicht. Eine strukturelle Kindeswohlgefährdung ist kein Grund, also wenn ich sage, die Gesamtbedingungen in der Einrichtung sind sozusagen latent gefährdend, dann reicht das nicht, um die Betriebserlaubnis zu entziehen. Reichte bisher nicht. Der Text dazu selber aus dem Urteil, da oben der Balken ist jetzt weg, liest sich so. In Anbetracht der Zeit kürze ich das Ganze jetzt ein bisschen ab. Hast du hier einen Pointer dran? Funktioniert nicht wirklich. Oben? Naja, ist egal. Also das ist im Wesentlichen jetzt als Urteil oder eine Urteilsbegründung das aufgeführt, was ich gesagt habe, die Gefährdung des Kindeswohls ist nicht nachgewiesen. Und dass die Gewährleistung nicht mehr vorliegt, reicht nicht zum Entzug tatsächlich. Und das hat sich der Gesetzgeber dann zu Herzen genommen. Hier nochmal ein Zitat von Christian Schrapper, der ja auch zum Schluss kommt. Hasenburg ist übrigens ein Fall, der ein paar Jahre vorher war, der sehr, sehr ähnlich gelagert war. Da hatten wir das gleiche Problem, dass letztlich die Heimaufsicht zur damaligen Zeit zumindest nicht in der Lage war, schlechte Pädagogik in Einrichtungen ernsthaft zu unterbinden. Dass die Rechtslage einfach nicht ausreichend war. Was ändert sich das KLSG? Wir haben jetzt die Zuverlässigkeit. Das heißt, diese wiederkehrende Nichterfüllung der Auflagen wäre jetzt eine Möglichkeit zu sagen, wir entziehen die Betriebserlaubnis oder widerrufen sie. Dann ist jetzt drin, dass wenn die Bedingungen für die Erteilung der Betriebserlaubnis nicht mehr erfüllt sind, kann sie auch widerrufen werden. Und das hätte in dem Fall gegolten. Denn die Träger müssen, um eine Betriebserlaubnis zu bekommen, müssen jetzt auch reichen ein Konzept ein beim Landesjugendamt. Und dann kann das Landesjugendamt sagen, dieses Konzept, zum Beispiel konfrontative Pädagogik, das halten wir für, das passt nicht so richtig, das ist fachlich fragwürdig, damit können Sie nicht an den Start gehen. Und früher hätte man dann vielleicht gesagt, Sie können das trotzdem machen, hätte die Betriebserlaubnis bekommen und wenn man dann anschließend unter dieses Konzept zurückgefallen wäre, hätte sozusagen Praktiken eingeführt, die in dem Konzept auch gar nicht standen, so wie es hier der Fall war, wäre das keine Handhabung gewesen. Jetzt könnte man sagen, ihr habt aber euer Konzept, erfüllt ihr nicht mehr. Ihr macht jetzt Praktiken, ihr füllt das ganze Konzept jetzt in einer gewissen Art und Weise aus, wie es sozusagen als Bedingung für die Betriebserlaubnis nicht zulässig gewesen wäre. Deswegen entziehen wir euch jetzt die Betriebserlaubnis. Das heißt, nachträglich kann man jetzt sehr viel besser als vorher als Landesjugendamt sagen, das, was ihr da in dieser Einrichtung macht, ist nicht in Ordnung. Wir entziehen euch deswegen die Betriebserlaubnis. Gewaltschutzkonzept hätte an der Stelle, glaube ich, nicht geholfen, haben wir wenig zugesagt. Das machen die Träger selbst. Die Träger selber
entwickeln Gewaltschutzkonzepte, hätte hier deswegen, glaube ich, nicht geholfen, weil der Träger selbst ja das, was dort passiert ist, nicht als Gewalt, sondern als Pädagogik bezeichnet hätte. Das heißt, er hätte das selber in seinem eigenen Gewaltschutzkonzept wahrscheinlich gar nicht problematisiert. In anderen Fällen, in anderen gelagerten Fällen, ist das eine durchaus sinnvolle Angelegenheit. Die Prüfung ist auch verändert worden. Das war hier nicht wirklich das Problem, aber es macht die Fälle tatsächlich einfacher. So, das war jetzt ein bisschen sehr reduziert und zusammengeschreddert. Diesen Teil, wie gesagt, lassen wir. Wer zur Auslandshilfe noch weiterführende Fragen hat, sehr gerne. Nur hier jetzt an diesem Ort und in diesem Kontext, glaube ich, nicht. Aber ich bin da gerne außerhalb der Veranstaltung auch ansprechbar. So, geschafft. Schnell. Gibt es Fragen? Ja, herzlichen Dank an Florian Gerlach und Holger Wendelin für diesen zweiten Themenkomplex. Welche Fragen gibt es? Ich habe eine Frage auch nochmal zu der Betriebserlaubnis. Ich war ja beteiligt an dieser Stellungnahme vom Ethikrat Hilfe durch Zwang. Und eine der Kernforderungen, die wir dargestellt haben, nachdem wir eine Jugendliche, die auf dem Friesenhof war, in der internen Anhörung hatten und die ganzen Juristen, die anwesend waren, gesagt haben, das ist doch Folter, was da stattfindet. Das ist eindeutig strafrechtlich nicht zulässig. Und eine der Kernforderungen war, dass die Betriebserlaubnis auch nach pädagogischen, also dass sie vorgelegt werden muss und auch nach pädagogischen Kriterien mit Blick auf Schutz vor entwürdigenden, gewaltsamen pädagogischen Maßnahmen geprüft werden muss. Das heißt, es ist nicht aufgenommen worden. Doch. Also das war vorher schon so. Es war halt nur so, dass es im Nachhinein keine Rolle mehr gespielt hätte, wenn man die Einrichtung wieder hätte dicht machen wollen. Das weist aber auf ein anderes Problem hin, dass wir eigentlich keinen fachlichen Konsens darüber haben, was ist denn eigentlich gute Pädagogik. Also wir haben eine ganz große Bandbreite, auch was zum Beispiel Geschlossenheit angeht und Ähnliches. In der Frage, was kann man in solchen Einrichtungen konzeptionell alles machen oder nicht, du weißt das selber ja auch am Beispiel von den verhaltenstherapeutischen Stufenplänen, die ja unterdessen sehr kritisch gesehen werden, auch durch den Ethikrat. Da sagen viele Kollegen, die gehen eigentlich nicht, eigentlich müssen wir uns davon komplett trennen und es gibt auch viele Einrichtungen, die es richtig gut finden. Das heißt, wir haben hier an der Stelle keinen Konsens darüber, was ist eigentlich so ein gutes Konzept und wo ist sozusagen die Schwelle, ab der man dann ein Konzept von vornherein oder nachher noch sagen würde, das können wir so nicht mehr bewilligen. Damit sind wir nicht d'accord. Da fehlt uns, muss man sagen, ein bisschen auch der kritische Konsens, zu sagen, welche Methoden sind zugelassen und welche nicht. Es gibt bis heute Einrichtungen, die sagen, diese konfrontative Pädagogik mit ihrer Orientierung ist an sich ein total guter Weg. Wir machen das. Das gibt es dann in abgeschwächter Form, aber ja, das ist ein offener Diskurs. Da werden nun die Juristen aus dem Ethikrat waren eben klar der Meinung, wir sind jetzt keine kritischen, fortschrittlichen Geister eines Zuges, würde ich sagen. Die waren unisono der Meinung, dass das einfach, dass diese pädagogischen Konzepte strafrechtlich nicht waren. Ja. Das war die allgemeine Meinung. Also es gibt das, was wir jetzt gesehen haben, gibt es jetzt, glaube ich, hoffe ich, ich weiß nicht genau, gibt es nicht wie Sand am Meer. Also das ist jetzt nicht ein Regelkonzept, über das wir sprechen. Aber das ist ein Kontinuum, was in diese Richtung geht. Und wo das dann endet, was dann gut und was schlecht ist, da gibt es keine allgemeingültige Verständigung drüber, leider. Es gibt ja, das sind, glaube ich, auch wirklich in der Tat krasse Ausnahmefälle. Ja, genau. Maske, genau. Ja. Was sozusagen in diesen Fällen, von denen es mehrere gibt, also es gibt nicht nur den Friesenhof, sondern es gibt mehrere und die laufen eigentlich immer so nach so einem ähnlichen Muster ab. Das sind, glaube ich, wirklich Ausnahmefälle, aber es gibt andere Fälle, die vielleicht gar nicht so bekannt sind. Es hat zum Beispiel vor nicht allzu langer Fall im letzten Jahr war es, glaube ich, einen Fall gegeben, der auch durch die Süddeutsche mindestens gegangen ist, wo in einer, oder nicht in einer, sondern in vielen Jugendhilfeeinrichtungen bekannt wurde, dass Kinder und Jugendliche im großen Stil Medikamente bekommen haben, die nicht mal zugelassen waren für Kinder, also Psychopharmaka letztlich. Und also der Journalist, der das recherchiert hat, der hat also aufgedeckt, dass da immer ein bestimmter Arzt im Spiel war. Und
Und hat auch aufgedeckt, dass die Landesjugendämter im Grunde genommen fast nicht reagiert haben. Also diese Fälle gibt es eben auch. Und ich bin da mal angerufen worden von dem und dann wollte er ein Statement dazu haben, was sind das eigentlich für lahme Behörden? Ja, wollte so eigentlich sich so ein Pauschalurteil abholen. Das kann ich aus meiner Praxis eigentlich gar nicht bestätigen, sondern ich erlebe die Landesjugendämter, jedenfalls hier in NRW, eher als ziemlich strikt, jetzt unter Geltung der neuen Regelungen noch viel mehr. Also ich habe nicht den Eindruck, dass das lahme Tiger sind, sozusagen, ja. Überhaupt nicht. Also auch im Fall Friesenhof haben nachher alle gesagt, das Landesjugendamt hat getan, was es konnte unter der Rechtslage. Also die waren dicht dran, die haben früh agiert, die haben viel agiert. Dem Landesjugendamt kann man hier keinen Vorwurf machen, sondern es war tatsächlich die Rechtslage, die es schwierig gemacht hat an der Stelle. Ich will dazu nur ergänzen, es gibt natürlich die örtlichen Jugendämter, die da unterbringen. Für die müsste das ja auch interessant sein, was da so passiert. Und ich denke mal, wenn ich so einen Fall beurteilen würde, was Sie gerade gesagt haben, Professor Geller, mit der Medikamentengabe, das möchte ich wissen. Ich möchte detailliert darüber informiert sein, was das Kind oder der Jugendliche, für den ich die Garantenpflicht habe, was dem dort geschieht. Und wenn ich den Friesenhof sehe und sehe, dass da ganz eindeutig Verstöße gegen Strafrecht auch passieren, Nötigung und so weiter, Körperverletzung, da muss ich doch reagieren als örtliches Jugendamt und das Kind da rausnehmen. Oder dem. Aber auch da gab es noch Frappierende eigentlich bei der Hasenburg, der war das äußerlich auch anzusehen, was da passierte. Hier wahrscheinlich auch. Also auch die Jugendämter, die da belegen, die können nicht sagen, wir haben davon nichts mitbekommen. Die sehen das ja bei ihren Besuchen, die kennen das Konzept, das stand alles im Konzept. Also das war sozusagen kein Geheimnis. Also die Jugendämter an der Stelle, die in dem Moment belegen, machen das mit. Dieses Konzept berief sich übrigens konkret auf Bootcamps à la Kannenberg, Boxcamp und so weiter. Und wenn man dann dahin belegt, dann weiß man als Jugendamt, was man sich da einkauft eigentlich. Als Landesjugendamt eigentlich auch, was man da erlaubt, wenn man die Betriebserlaubnis erstmal ausgibt. Wir haben Kannenberg besichtigt und da haben wir gleich gesagt, adios. Sehr schön. Ich glaube, hier könnte sich eine ganz spannende weitere Diskussion zu diesen Konzepten der konfrontativen Pädagogik anschließen. Ich habe jetzt darauf verzichtet, die etwas längeren Wortmeldungen alle für die Menschen, die uns noch per Zoom folgen, dann nochmal ins Mikrofon zu sprechen. Herzlichen Dank dennoch für die Fragen und Rückmeldungen, Anmerkungen, Sigrid Graumann, Peter Kraft. Ja, und herzlichen Dank für heute. Vielleicht können wir hier im kleinen Kreis das auch noch mal so ein bisschen vertiefen und weiter diskutieren. Ansonsten herzliche Einladung am 16.05. zum nächsten Termin auch wieder zu kommen oder sich einzuschalten. Und ja, herzlichen Dank an alle Beteiligten heute, auch wenn wir ein bisschen in Zeitnot gekommen sind. Ich hoffe, es war eine ganz spannende Veranstaltung für alle Beteiligten. Applaus